sieht schlimm aus. Ist aber nur eine typische Szene auf dem San Arena Parkour. Rund 6'000 Menschen absolvieren den Parkour jedes Jahr und schätzen die besondere Übungsumgebung. Ja, was die Leute immer wieder melden, ist, sie kommen viel schneller halt in die Realität, in die verschiedenen Situationen. Es ist nicht jede Person gleich. Wie schnell bin ich da, kann ich mir das vorstellen. Wir können immer über eine Szenerie reden, aber wir sind plötzlich in einem anderen Zimmer. Und da sind sofort, wenn die von einem Raum in den anderen gehen, sind sie wahnsinnig schnell drin und wir können so realistische Szenen machen und man muss gar nicht immer gross erklären, ja, stell dir vor, da wäre jetzt der Herd oder da wäre jetzt das, das ist dann wirklich da und man kann gerade anfangen agieren und praxisnach unterrichten. Es gibt halt so ein bisschen das Edutainment, das heutzutage gefragt ist. Oder? Man will nicht einfach nur trockene Theorie machen oder ein bisschen Praxis dann umsetzen. Das Publikum ist zunehmend verwöhnt, oder? Auch mit anderen Sachen, die sie gehen im Theater oder Lichtspektakel oder was sie erleben. Und darum ist es natürlich schon so, dass man einen guten Mix muss bringen. Aber es ist immer, es geht um die Ernsthaftigkeit, die Hauptinhalte müssen überkommen. Es muss nicht nur einfach lässig sein und sondern es muss der Haupteffekt muss sein, wir haben sofort etwas gelernt und wir haben es sofort können anwenden und umsetzen. Gerade das, was man bei den meisten Kursformaten am Vormittag vielleicht gelernt hat, am Nachmittag dann in die Anwendung kommt. So, legen wir dich da drauf mit dem Kopf. Gut, ist noch alles gut? Ist dir noch schwindelig oder so? Nein. Nicht schlecht? Ein bisschen. Weißt du, was für ein Tag ist heute? Nein. Sorry, wir haben hier eine Patientin schon gekriegt, eine schwere Kopfwunde. Sie ist ansprechbar. Es ist ihr ein bisschen schlecht. Sie weiss nicht mehr, was für ein Tag das ist gerade. Also, wo ist das Zeug verstaut? Bei welchem Betrieb nicht? Ja, da gehst du mit seiner Vater hingekommen. Seit dem Oktober 2010 gibt es den Parkour bereits. Und wenn man die alten Bilder anschaut, dann sieht man, wie viel sich verändert hat. Natürlich braucht es auf dem Parkour ab und zu ein Update. Auch im Sommer 2023 hat es neue Elemente gegeben. In einem Kinderstudio haben wir da also quasi den Look-and-Feel-Effekt verbessert. Und zusätzlich haben wir noch ein Badzimmer, also quasi Nasszellen-Szene, die man kann, für Übungen brauchen, haben wir noch eingebaut. Es geht weiter, es bleibt nicht so stehen. Und wie das alles ist heutzutage schnelllebiger. Wir können nicht sagen, wir machen erst in 5 Jahren wieder etwas anderes. Wir werden sicher, sage ich jetzt einmal, in 1,5 oder 2 Jahren spätestens mal etwas Neues haben. Ja. Mehr dazu lesen Sie auf safety-security.ch.